Das Promi-Geflüster ist zurück mit einer brandneuen Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich freue mich ganz besonders, heute eine reizende, liebe und natürlich auch gut aussehende Moderatorin und Schauspielerin hier im Promi-Talk begrüßen zu dürfen. Colin Ulmen Fernandez ist ihr Name und ich weiß, viele haben bestimmt zum Jahreswechsel 2021/22 sie auf dem Traumschiff als Schiffsärztin erleben können. Und glaub, aktuell ist sie auch schon wieder auf den Weltmeeren sozusagen unterwegs. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, wir haben es gerade festgestellt, kurz im Vorgespräch, wenn jetzt die Leitung nicht ganz optimal ist, du bist unterwegs. Schon wieder fürs Traumschiff, ja, oder? Genau, dann ist das Traumschiff schuld, wenn der Empfang abbricht. Also WLAN, muss man wirklich sagen, ist hier auf dem Schiff katastrophal. Okay, wo schippert er denn schon wieder lang? Also wenn ich hier vorne, habe ich wunderschönen Meerblick. Jetzt gerade schaue ich auf Spanien, beziehungsweise jetzt gucke ich gerade auf den Computer, aber dahinter ist Spanien. Spanien, genau. Also das gibt dann schon wieder eine Folge zu Ostern oder erst später. Genau, also das Schiff spielt nicht in Spanien. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Traumschiff-Location, aber in echt sind wir gerade in Spanien. Ja. Nee, ich sage, wann wird es ausgestrahlt dann? Das wird eine Folge für Ja, Ostern. genau. Also ich habe gerade noch so ein bisschen Corona-Angst, aber wenn alles gut geht und der Dreh nicht abgebrochen werden muss, dann wird es an Ostern ausgestrahlt. An Ostern dann, sehr gut. Ja, jetzt gibt es allerdings auch ein ganz anderes Format. Das ist auch der Grund, warum wir uns heute hier treffen. Und zwar hat ZDF bzw. ZDF Neo eine Social Factual angesetzt. Jetzt muss man erst mal kurz aufklären, was heißt Social Factual? Was muss man sich darunter vorstellen? Da sollte man vielleicht eher beim ZDF nachfragen, weil die sich diese Bezeichnungen ausdenken. Ich würde sagen, es ist irgendwo auch ein Sozialexperiment, wobei das Sozialexperiment nur ein Aspekt der Sendung ist. Also grundsätzlich setzen wir uns in diesen Sendungen, das ist ja jetzt auch nicht die erste Sendung, die ich für die mache, mit Themen sehr intensiv auseinander. Wir treffen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, wir machen kleine Experimente. Wir begleiten in diesem Fall, weil es ja in der Dokumentation um Väter geht, verschiedene Väter mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Wir gucken, warum braucht es denn überhaupt Väter? Und was macht es mit Kindern, wenn sie vaterlos aufwachsen? Und das war tatsächlich auch mal wieder eine sehr spannende Reise. Also es ist eine Zweiteiler. Sie sind in zwei Teilen, 2x45 Minuten, das Ganze gleich auch hintereinander angesetzt. Und du hast es auch gerade schon sozusagen beschrieben. Der Mann, der als Hausmann ist er mal zu sehen, dann Patchwork Family oder er lebt auch mit Gleichgeschlechtlichem, also zwei Männer zusammen und eben da geht es um die Kindererziehung und das ist heute ja eigentlich, die Vater- und Männerrolle ist ja ganz anders wie früher, ne? Ja, sollte man meinen, tatsächlich fallen aber nur 16% der Väter in diese Kategorie als moderner, als engagierter Vater und da ist auf jeden Fall noch reichlich Luft nach oben, denn eine Erkenntnis, die man vielleicht schon mal spoilern kann aus der Doku, Kinder brauchen unterschiedliche Beziehungserfahrungen, unterschiedliche Erziehungserfahrungen und dafür ist es eben wichtig, dass sich auch der zweite Elternteil, und das muss gar nicht im klassischen Sinne Mutter-Vater sein, das ist egal, ob es jetzt Mutter-Mutter, Vater-Vater sind, aber es ist eben wichtig, dass das Kind diese unterschiedliche Beziehungs- und unterschiedliche Erziehungserfahrungen macht. Denn Kinder profitieren eben von dieser Differenzerfahrung. Und das, was man eben bei heterosexuellen Paaren sieht, das sieht man ja bei homosexuellen Paaren auch. Also oft ist es so, dass einer eher die behütendere Rolle einnimmt und der andere eher herausfordernder ist. Und das ist was Positives für die Kinder. Also sie profitieren davon, wenn sie unterschiedliche Eltern mit unterschiedliche Erfahrungen mit verschiedenen Eltern machen. Und insofern ist es eben total wichtig, dass, und das ist ja meistens leider nicht der Fall, auch der Vater anwesend ist. Ganz genau. Ja, nee, also da ist schon eine interessante
Dokumentation, kann man sagen. Und du hast da verschiedene Familien besucht und eben dann auch Verschiedenes sozusagen mitgenommen. Ja, genau. Ja. Wie ist denn dann die Rolle im Hause Ulmen-Fernandez eingeteilt? Du bist ja mit dem Schauspieler Christian Ulmen verheiratet und ihr habt eine gemeinsame Tochter, aktuell 9 Jahre alt. Und natürlich, wenn du jetzt hier auf dem Traumschiff zugange bist, dann kannst du ja nicht zu Hause sein, ganz klar. Da ist dann der Vater gefragt. Ja, genau, aber wir hatten natürlich die Situation auch umgekehrt, dass mein Mann drehen war und ich war beim Kind. Das war aber für viele einfach so die normalere Situation. So rum finden das doch viele befremdlich, wie die dreht da jetzt irgendwie gerade sonst wo auf der Welt und der Vater kümmert sich ums Kind. Aber es ist dann natürlich zwangsweise so, dass wenn ich drehen gehe, mein Mann sich kümmert und insofern geht's gar nicht anders, weil ich eben einfach auch ganz oft nicht anwesend bin. Ja, klar. Da muss man natürlich immer das Optimale rausholen. Es gibt dann auch wieder Zeiten, wo es umgekehrt ist, denke ich mal. Ne? Genau. Ja, definitiv. Ja. Ja, aber wie gesagt, wir haben es schon am Anfang erwähnt, viel beschäftigt, sowohl als Moderatorin, auch als Schauspielerin. Was macht da mehr Spaß, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Facetten mal durchleuchten? Das ist schwer zu sagen, weil es natürlich total spannend ist für das ZDF und auch ZDF Neo auf Reise gehen zu dürfen und dadurch eben auch viel zu lernen über gewisse Themen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, auf dem Traumschiff zu sein und am Strand zu sitzen und dann einen Tag zu drehen, mal einen Tag drehfrei zu haben und die Stadt erkunden zu können. Also es hat beides viel Schönes. Ja, also insofern kann ich mich da gar nicht entscheiden. Ich kann gar nicht sagen, was mehr Spaß macht, weil es bei dem einen natürlich dieser Erkenntnisreichtum ist und beim anderen einfach die netten Kollegen und der Strand. Ja, wenn man es letztes Mal schon gesehen hat, in der gibt ja auch immer beim ZDF Traumschiff so eine kleine Dokumentation, wie ihr gedreht habt. Da war das Schiff ja wirklich im Hafen, im Bremer Hafen, glaube ich, und man hat viel mit Greenscreen gearbeitet. Also das Meer war da wirklich Ja. dann nur im Hintergrund zu sehen, mehr oder weniger, ne? Ja, da war gar nichts mit mehr. Das war alles künstlich eingebaut. Ja. Kann man sich so gar nicht vorstellen, was da für ein technischer Aufwand immer alles betrieben wird, ne? Ja, also das war wirklich unfassbar. Wir haben es ja auf dem Monitor gesehen. Da gab es Szenen, da standen wir an der Reling und haben in Wahrheit auf den Mitarbeiterparkplatz der Werft geguckt. Und dann gucke ich auf den Monitor und denke, krass, da ist ja Meer. Und dann gucke ich wieder, aber da ist ja gar kein Meer. Also die haben während des Drehs saß da schon derjenige, der für die Special Effects damit beauftragt war und hat das Meer eingebaut. Und du guckst auf den Monitor und guckst dann in echt und denkst, das ist unfassbar, wie die das gemacht haben. Also das, ich war wirklich schwer begeistert. Klar, in der ersten Folge war es alles noch so ein bisschen holprig, weil man so überrumpelt wurde. Aber die späteren Folgen, da war ich echt begeistert, wie toll die künstlich dieses Meer eingebaut haben. Ja, denn das Traumschiff ist ja dann jetzt, wie gesagt, ein Teil. Was passiert danach, wenn das Traumschiff quasi abgedreht ist? Wie geht es da für dich weiter, wenn wir ein bisschen in die Zukunft mal blicken? Ich darf in diesem Jahr ganz fantastische Sendungen moderieren, über die ich jetzt noch nichts sagen darf, aber sobald ich vom Schiff zurück bin, wird es Dreharbeiten geben für ein unfassbar tolles Format, worauf ich mich sehr, sehr freue. Also es gibt weitere Sendungen, neue Zusammenarbeiten, auf die ich mich sehr freue. Und das alles steht in diesem Jahr noch an und das wird hoffentlich gut werden. Ja, da sind wir schon gespannt, was da alles von Colin Ulmen Fernandez noch kommen wird. In der Hoffnung natürlich auch, dass die ganze Pandemie jetzt hoffentlich bald mal ein Ende hat und man wieder ein bisschen sich freier noch bewegen darf, ohne Ja. große Hinderungen immer, ne? Ich glaube, das ist Ja. immer noch so ein Handicap grundsätzlich bei Dreharbeiten, ne? Ja, also es ist so, man darf sich nicht mit anderen Leuten mischen. Man hängt auf dem Zimmer, also jetzt zum Beispiel auf dem Schiff ist es so, dass wir uns
nicht mit den Passagieren mischen dürfen, so, sondern wir müssen einfach in unserer Bubble bleiben, so dass wir eben separiert sind, falls irgendwie, man weiß ja nicht, was da passiert. Und wir gehen nicht an Land, wir hängen hier und bevor man in die Maske geht, muss man gegenüber in den Raum, da gibt es dann einmal Corona-Test. Wir werden ja ständig PCR getestet im Schiffshospital und so. Also das ist schon alles, man hat schon so dieses Sicherheitsnetz und das ist natürlich ein anderes Arbeiten, ne? Dieses nur mit Maske umherlaufen, sich mit niemandem mischen, nicht rausgehen und so. Und man ist da schon in so einer Bubble, weil natürlich alle das Beste für das Produkt, sage ich mal, wollen und wollen, dass wir nicht irgendwie durch Corona einen Drehabbruch haben müssen. Mhm. Und dadurch sind Sicherheitsmaßnahmen wirklich extrem. Ja, da stelle ich mir natürlich auch bei den Olympischen Winterspielen, das sind ganz in Peking, auch ziemlich hart vor für die Athleten. Die dürfen ja irgendwo auch gar nicht raus, ne? Ja, aber das macht auch Sinn. Also ich werde dann manchmal gefragt, weil ich ja immer nur dann telefonieren kann, wenn ich gerade in einem Hafen liege mit dem Schiff. Und dann werde ich gefragt, wo bist du denn gerade? Und dann gucke ich raus und sehe eine wunderschöne kleine Stadt und gucke ich auf die Liste. Ah, wir liegen gerade vor, ich weiß nicht was. Und ich sehe nichts davon. Also theoretisch hätte ich ganz viel sehen können, aber in echt sehe ich halt nichts. Und es macht aber auch Sinn, wenn man sich die Inzidenzen anschaut, dass wir da einfach angehalten sind, auf dem Schiff zu bleiben, nicht an Land zu gehen, in der Bubble zu bleiben, mit niemandem Kontakt zu haben, etc. Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt dann irgendwie auf der Straße unterwegs bist, ganz normal? Kennen dich die Leute schon als Ärztin oder das ist ja noch relativ neu, die Rolle, glaube ich? Glaube, das dauert noch ein bisschen, bis du da mal angesprochen wurdest. Nee, das war schon ganz viel jetzt, dass man so merkt, man geht irgendwo rum und dann ist das Frau Dr. Delgado und so. Und dann wird man schon viel nach Bildern gefragt von Leuten, die das Traumschiff gucken. Ja, das ist natürlich ein Publikum, was natürlich, denke ich mal, einen begleiten wird. Vielleicht sind es auch viele noch drunter, die dich ja auch noch aus den Musiksendungen von einst kennen, ne? Anfang der 2000er. Ja, wobei ich glaube, dass ich mit all den verschiedenen Dingen, die ich mache, eben auch, wie man so sagt, unterschiedliche Zielgruppen bediene. Ja. Was ich aber interessant finde, dass eben auch viele Leute, die sich das Traumschiff angucken, dann eben die ein oder andere Dokumentation auch gesehen haben und gesagt haben, boah, das fand ich spannend. Also man hat natürlich auch viel Smalltalk jetzt gerade mit Leuten, die einen durch das Traumschiff ansprechen und einen dann auch meistens mit dem Rollennamen ansprechen. Hallo, Frau Dr. Delgado, ich habe Ihre letzte Dokumentation gesehen. Und das finde ich irgendwie auch rührend. Also ich freue mich da immer, wenn ich netten Smalltalk mit netten Menschen halten kann. Prima. Okay. Fürs Erste haben wir doch schon mal ein bisschen was erfahren. Ja. Du hast mir ja eben vorgeschlagen, wir machen noch eine kleine Fortsetzung, wenn ein bisschen besseres Internet wieder ist. Ja, würde ich sehr gerne annehmen. Dann können wir uns für nächste Woche nochmal verabreden. Ja, genau, okay. Sehr gut. Jetzt geht's gleich weiter für dich mit Dreharbeiten oder wie schaut's heute aus, dein Plan noch? Nee, Dreharbeiten sind jetzt heute nicht mehr. Deswegen, ich habe heute diesen Interviewtag und darüber hinaus nichts. Also heute ist drehfrei. Heute ist drehfrei. Wunderbar. Sehr gut. Dann kann man da noch ein bisschen entspannen. Genieß noch die restlichen, weiß nicht, wie ist das Wetter? Sonne oder? Also ich war noch nicht draußen, aber von dem, was ich hier sehen kann, scheint es sonnig zu sein. Genau, dann genieß noch ein bisschen die Frühsonne sozusagen. Also es ist ja noch nicht Frühling, aber in Spanien dürfte es schon ein bisschen wärmer sein. Doch, es sieht relativ warm aus. Wunderbar, wunderbar. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und alles Gute, eine schöne Woche und bis gleichfalls. Bis bald. Tschüss. Na?